Nun, sagen Sie, Sie haben doch etwas zu verbergen. Ich meine, Sie haben da komische Andeutungen gemacht. Sie verhalten generell auch. Nun sagen Sie schon, was haben Sie zu verbergen? Entschuldigung, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Verhalte ich mich dann irgendwie seltsam? Nun, Ihre Augen. Sie müssen wissen, Körpersprache verrät ziemlich viel. Und nun, man kann durchaus auch Lügen auf diese Art und Weise erkennen. Und bei der Passage, beim Satz vorhin, also sagt nun, wir haben doch nichts zu verheimlichen. Nichts gegen Sie, aber es ist mir doch aufgefallen. Also, wenn ich da mal mit den Augen gerollt haben sollte, dann Entschuldigung, aber ich glaube, Sie interpretieren da jetzt wirklich ein bisschen zu viel hinein. Das war nichts als reiner Zufall. Das passiert nun mal. Man hat da nicht immer Kontrolle drüber. Ja, nun, sei es drum. Ah, das ist faszinierend. Interviewen Sie sich jetzt gegenseitig? Ich glaube, es handelt sich hier nur um ein kleines Missverständnis. Sie sagten, Sie sind viel in Katastrophengebieten unterwegs und nehmen Sie es mir nicht übel, aber vielleicht haben Sie da nur ein bisschen Paranoia entwickelt. Könnte das sein? Nimm dies, wie Sie wollen, aber eine Paranoia ist es mit Sicherheit nicht. Ich achte nur sehr auf meine Umgebung und auf mögliche Anzeichen. Nichts gegen Naja. Sie. Nein, nein, keine Angst, ich verstehe das schon nicht falsch. Das ist ja auch ganz löblich. Ich meine, lieber schaut man einmal zu viel hin als einmal zu wenig. Gerade in unserem Beruf ist das oft sehr hilfreich, das kann ich schon verstehen. Richtig, Sehr wohl. richtig. Sehen Sie, Herr Hessel, das passiert, wenn man zwei Tiger zusammen in einen Käfig steckt. Sie fangen Ja. langsam an, sich gegenseitig zu zerfleischen. Das ist faszinierend. Aber nochmal auf die Sache mit den Kameras zurückzukommen. Wenn Sie tatsächlich auch Ton aufzeichnen, so könnte Mr. Walt entsprechend auch Gespräche aufzeichnen und so hier wirklich alle überwachen und so, naja, vielleicht auch das ein oder andere Geheimnis aufgeschnappt haben, was die anderen nur für sich behalten und niemandem hier offen sagen würden. Sie verstehen? Womöglich. Naja. Und nun ja, bei Sicherheitspersonal ist die Integrität immer höchst wichtig und tatsächlich macht Mr. Walt nicht, zumindest bisher, nicht den integersten Eindruck. Daher würde ich vorschlagen, wenn die anderen Herrschaften nichts dagegen hätten, einen kurzen Abstecher in den Kontrollraum zu machen und Herrn Fiersk nach einer Freigabe zu fragen. Das wäre sehr schön. Denn ich würde mir auch gerne die anderen Bereiche hier mal anschauen wollen. Es sei denn selbstverständlich, Monsieur Rondeau hat andere Pläne. Bin mir nicht ganz sicher. Also, möchten Sie jetzt diesen Fall immer noch mit diesem Hund aufklären oder was gedenken Sie zu tun? Oh, ich dachte, wir könnten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und den Besuch und die, wenn Sie so möchten, Inspektion des Kontrollraums verbinden mit diesem Anliegen und der Suche nach Charlie. Richtig, richtig. Ich habe immer noch keine Ahnung, was jetzt ist mit diesem Charlie, aber von mir aus machen wir das. Nun, ich habe einfach, nennen Sie ein Bauchgefühl, aber irgendwas stimmt hier nicht. Mensch. Und ich will das einfach nur geklärt wissen, einfach nur, um auf der sicheren Seite zu sein. Sie verstehen. Von welchem Charlie reden Sie denn da? Ja, einer vom Reinigungsteam, der wohl, ja, er hat sich wohl hier zu essen geholt, aber ist nicht angerührt. Also das Tablett stand hier noch, deswegen war Juan auch alles andere als erfreut und war wohl keine Ahnung, ob er hier wirklich gesessen hat oder nicht, aber ja, ich mache mir einfach Sorgen, was mit ihm ist. Vielleicht ist ihm ja was passiert. Kann die Schlagzeile von meinen Augen schon sehen. Putzmann hat nicht aufgegessen seinen Spargel. Ja, das klingt in sich geschlossen sinnvoll. Nun, das Ich Tablett kann war ja überhaupt verstehen, nicht. dass Ihnen ein wenig langweilig ist oder ein wenig fad, das kann ich ja nachvollziehen, aber. Es war überhaupt nicht angerührt. Ja, vielleicht macht er gerade eine Diät. Dann holt man sich nicht so viel zu essen. Das Tablett war reich befüllt. Dann ist er halt schlecht erzogen.
Ich weiß nicht, ist es Ihnen noch nie passiert, dass Sie plötzlich vor dem Essen gesessen haben und Ihnen verging der Appetit wegen irgendetwas? Tatsächlich ist es mir schon mal passiert, aber es hatte andere Gründe, sagen wir es mal so. Ganz andere Gründe. Mittlerweile neige ich dazu, Herrn Kettler zuzustimmen und zu vermuten, Sie leiden unter einer leichten Paranoia. Nennen Sie, wie Sie wollen. Sollte sich mein Verdacht bestätigen, werden wir am Ende sehen, wann er recht. Ich denke auch nicht, dass das jetzt unbedingt viel zu bedeuten hat. Aber ich wollte mich sowieso mal mit jedem hier auf dieser Bohrinsel unterhalten. Und ob das jetzt gleich oder später erledigt wird, macht keinen Unterschied. Außerdem begleite ich Sie auch gerne in den Kontrollraum, denn ich wollte mal nach einer Freigabe unten für den Bohrkern fragen. Dort arbeiten wohl einige Leute, mit denen ich mich gerne mal unterhalten würde. Können Sie sich mit denen nicht auch zum Essen oder zu Ihrem Feierabend unterhalten? Sicher, aber wissen Sie, die Kantine kenne ich jetzt schon fast in- und auswendig. Und es wäre doch mal spannend zu sehen, wie dort unten gearbeitet wird. Da gibt bestimmt einiges vor. Und wann erlebt man so etwas nochmal in seinem Leben? Ach, ich verstehe. Ja, aus Sicht eines Reporters ist dies vermutlich so. In den Bohrkern würde ich mich tatsächlich mitbegeben, einfach aus Interesse. Tja, bei sowas fühlt man sich dann wieder wie ein kleines Kind, das immer wieder Neues zu entdecken hat. Das ist schon faszinierend. Ja, richtig, richtig. Vor allen Dingen bei so einer großen Plattform. Und immerhin ist es mein erstes Mal auf einer Bohrinsel, von daher interessiert mich natürlich auch die technische Seite dahinter. Ja, so geht ihr in Richtung des Konferenzraumes, beziehungsweise da, wo Fürsk, der Sicherheitschef, sitzt. Und wenn ihr die Tür öffnet, könnt ihr auch erkennen, wie es hier so einen kleinen, runden Tisch gibt. Auf der einen Seite sitzt dann auch Fürsk mit zwei Laptops, die da offen vor ihm stehen und hat wohl auch noch ein Whiteboard hinter sich stehen. Entlässt wohl gerade einen Arbeiter, notiert sich dann noch gerade was und schickt ihn dann nach draußen, wenn ihr reinkommt. Danke, Adams, das wäre alles. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Monsieur Rondon, alles okay bei Ihnen? Hessel kümmert sich um Sie. Kommen Sie rein. Alles prima. Vielen Dank. So, Verzeihung, wir hatten gerade ein paar Probleme mit der Technik. Das haben wir tatsächlich mitbekommen. Wir waren gerade im Computerraum, als es passierte. Ja, nichts Schlimmes. Alles wieder okay. Was hat es denn ausgelöst? Wissen Sie schon genaueres? Ach, einfaches menschliches Versagen. Deswegen sind wir auch eher auf die Technik spezialisiert und nicht so sehr auf Menschen. Nicht wahr, Adams? Ruft er ihm noch hinterher, als er gerade dann durch die Tür rausgeht. War wohl ein bisschen abgelenkt. Und kam dann eben dazu, dass dann die Hardware beschädigt wurde. Allerdings haben wir das Teil wieder ausgetauscht und es gab nur wenige Daten, die durch das Backup nicht gesichert worden sind. Ach, Computerzeug. Routine ist der ärgste Feind der Aufmerksamkeit. Bitte, was ist der ärgste Feind? Routine. Routine? Ja, vor allem, wenn man das mit Pfeifen kombiniert. Dann erst recht. Ich meine das ernst. Adams gibt wohl zu Protokoll, dass die nervige Pfeiferei von Charlie ihn mal wieder geärgert hat. Charlie, ein Mysterium gelöst. Wissen Sie, wo ich diesen Charlie finden kann? Den habe ich heute noch nicht gesehen, aber der läuft hier auch irgendwo rum. Wissen Sie, wo seine Kabine ist? Ja, der hat mit Coin. Mit Coin hat er sein Zimmer. Der sitzt da. Aber solange er seine Arbeit tut, ist alles gut. Und naja gut, ich kann ihn nicht abmahnen, nur weil er pfeift. So richtig. Aber warum sind Sie hier? Wie kann ich Ihnen helfen? Tatsächlich hatte ich unser ursprüngliches Anliegen im Computerraum eine kurze Demonstration der Möglichkeiten der Kameraanlage zu bekommen. Allerdings hat Mr. Ward mich darauf verwiesen, dass das Prozedere wohl ist, sich an Sie zu wenden, Sie dann wiederum an ihn und so weiter. Ist die Sicherheitstechnik denn ausschlaggebend für unsere beiden Reporter? Für die beiden sicherlich nicht. Ursprünglich sollte es eine Demonstration für Monsieur Rondeau sein und das möchte ich gerne zugeben, auch meiner eigenen Neugier ein bisschen zu stillen.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Die Technik mit der. Mit der Technik selbst kenne ich mich gar nicht aus. Ich weiß nur, dass wir die vom Festland kriegen. Die kriegen wir direkt aus New York übergespielt. Das ist alles von New World Industries. Ich habe da selber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Da müssten wir mal mit Magnus sprechen, ob sowas dann freigegeben ist oder ob tatsächlich nur dann der Betrieb auf dieser Bohrinsel dann aufgenommen werden darf. Vor allem, wenn die Konkurrenz anwesend ist, zumindest noch. Nicht wahr, Herr Monsieur Rondon? Da weiß ich ja nicht genau, inwiefern BP da investiert oder nicht investiert oder da Sicherheitstechnik abgeluchst werden will. Ich hatte auch nicht eine Erklärung der Technik gedacht, sondern eher eine Demonstration. Aber sei es drum. Ich hatte schließlich im Grunde genommen ein paar Fragen, insbesondere dazu, ob die Aufnahmen auch gespeichert werden oder nur Direkteinsicht vorhanden ist, etc. Und Mr. Walt sagte, man müsste sich in dieser Hinsicht alles an Sie wenden. Bei der Gelegenheit auch noch die Frage, wird auch Ton aufgezeichnet oder nur Bild? Nein, Ton wird meines Wissens auch mitgeschnitten, zumindest in den Räumen, die der Sicherheit dienen. Also vor allem unten beim Bohrkern, im Computerraum, aber in den Freizeitanlagen oder natürlich auch in den einzelnen Kabinen wird nichts aufgezeichnet. Da gibt es auch keine Kameras. Aber ansonsten wird Ton aufgezeichnet. Das dient natürlich nur der Qualität der Arbeiter. Meines Wissens wird das dann alles zentral gespeichert, aber dann auch nicht hier, sondern direkt dann über die Datenkabel. Ich habe mir das nicht ganz angehört, was da Jim Ward mich vollgequatscht hat. Er sagte irgendwas von Internet 2 oder so, aber zumindest wird das alles zentral bei New World Industries gespeichert. Verstehe. Wie lange liegen die Aufzeichnungen denn vor? Oder wie lange sind sie rückverfolgbar? Damit kenne ich mich nicht aus, tut mir leid. Okay. Dann würde ich Sie darum bitten, mir für Jim Walt eine Freigabe zu geben, das Videomaterial von diesem Mittag in der Kantine einzusehen. Ich möchte nicht, dass aus diesem unglücklichen Zwischenfall noch etwas Größeres erwächst. Und ich denke, wenn wir schon diese Kameras haben, dienen sie vielleicht der Aufklärung der Umstände. Ach, der Unfall, jetzt das wieder in Anführungsstriche, der Unfall mit Franz, dem Hund, ja? Eben dieser, ja. Ja, der Hund wird nächstes Mal einfach wegbleiben. Von meiner Seite aus muss da nicht recherchiert werden. Es interessiert mich auch nicht, wer da angefangen hat, ob da irgendwer wem auf den Schwanz getreten ist oder nicht. Der Hund hat hier sowieso nichts verloren. Sehr gut, wenn diese Entscheidung bereits gefallen ist. Dennoch würde ich, um eine bessere Einschätzung der Persönlichkeiten zu bekommen, dennoch gerne wissen, ob womöglich Mr. Walt dies provoziert hat. Wie gesagt, dass der Hund zu Hause bleiben muss, ist auch ganz in meinem Sinne. Die Freigabe kann ich Ihnen dazu geben. Ich schicke Ihnen das am besten dann auf den Pieper, auch wenn Sie jetzt gerade neben mir stehen, aber machen wir die Daten doch einfach zentralisiert. Alles, was ich Ihnen an Freigabe gebe, wird an den Pieper geschickt. Und den können Sie dann auch vor den Scanner halten. Also wenn Sie dann durch die Anlage laufen, da ist, wie gesagt, alles drauf gespeichert und halten Sie einfach vor den Scanner und dann haben Sie die Freigabe. Und das können Sie dann eben auch Walt zeigen und der wird Ihnen dann da Zugang gewähren. Hervorragend. Hervorragend. Wobei ich sagen muss, dass mir nicht ganz behagt, dass Walt selber mir dies gibt, aber nun ja, die Kamerabilder lügen ja nicht. Vielen Dank. Wenn ich kurz nachfragen darf, dann kommen wir mit dieser Freigabe mit Hilfe Herrn Hessels auch in die anderen Bereiche? Prinzipiell schon. In welche Bereiche wollen Sie denn vordringen? Also mich würde sowieso freuen, wenn Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht von Herrn Hessel abweichen. Und ja, wenn Sie dann in den am Bohrkern sind, gut, am Rohöllager zurzeit ist es leer, da können Sie sich meinetwegen auch umsehen, aber leere Fässer. Zumindest kommen Sie dann rein, ja. Ah, das freut mich sehr. Vielen Dank, das war auch schon meine Frage. Ich denke, dann gibt es nichts, womit wir Sie noch länger aufhalten sollten. Okay, dann könnt ihr in den Computerraum mal wieder gehen und euch die Aufzeichnung ansehen, denn das existiert trotz des Computerausfalls existiert das noch.
und könnt dort erkennen, dass Jim Wald tatsächlich angefallen wurde, ohne jeglichen Grund. Es gab weiteres Knurren, auch das ist aufgezeichnet. Franz hat wohl verschiedene andere Personen angeknurrt, unter anderem dann auch Evan Stahlberg, aber eben auch Jim Wald. Und der ist, wie gesagt, leicht ihm auch aus dem Weg gegangen und trotzdem hat der Hund ihn dann angesprungen. Ich würde währenddessen und allgemein mal gern den Jim Ward ein bisschen im Auge behalten, ob der sich während der Aufzeichnung oder wenn wir da reinkommen etc. irgendwie seltsam verhält oder abgeneigt oder sowas in der Richtung. Still, hat keine Lust auf Menschen, das wird ja auch ein weiteres Mal klar und kommuniziert dann nur das Wenigste überhaupt, sehr kurz angebunden. Mhm. Reibt sich immer mal wieder seine Hand, die verbunden ist. Sehr gut, Mr. Walt. Es ist möglich, dass Sie diesen Ausschnitt womöglich ausschneiden und speichern und mir zusenden könnten. Sollte ich diesen Fall in irgendeiner Form noch vor irgendwem anders vertreten können, haben wir hier eine absolute Bestätigung Ihrer Aussage und ich denke, damit ist der Fall von meiner Seite auch geklärt. Ja, kann ich Ihnen geben. Sehr gut. Dann seien Sie sich versichert, Sie trifft in diesem Fall überhaupt keine Schuld. Toll. Wusste ich. Ja, und jetzt wissen es auch alle anderen. Was nicht ganz unerheblich ist, aber die Sache wäre dann ja geklärt. Ja. Wollen wir dann? Der Technikfehler scheint ja auch behoben zu sein. Okay. Und damit könnt ihr euch... ja, wieder mit einem weiteren unguten Gefühl nach unten in den Kern der Anlage verziehen, über die Treppen nach unten. Wieder einmal habt ihr das ungute Gefühl, dass ihr beobachtet werdet. Überall Kameras um euch herum. Teilweise auch wieder dieses Rosten, was auf den zweiten Blick nicht vorhanden ist. Einige Mal habt ihr auch kurz das Gefühl, dass der Beton bröckelt. Obwohl er doch neu ist und von relativ guter Qualität. Und während ihr die Treppe nach unten geht, könnt ihr hören, wie der Sturm stärker und stärker wird. Und wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.